Alle Lieben, ein neuer Tag, ein neues Video. Heute haben wir das Thema Gleichgewicht und Stabilität in der Rolle Thomas als Trainierender und ich in der Rolle als Trainer, was mir persönlich auch besser gefällt. Und zwar, wir starten erstmal mit einem kleinen Warm-up. Der Thomas beginnt seine Zehenspitzen langsam und gleichmäßig immer schön vorne auf die Matte zu tippen. Ihr seht schon, wir haben eine zusammengerollte Matte. Falls ihr keine Gymnastik- oder Yogamatte zu Hause habt, ist das überhaupt kein Problem. Könnt ihr einfach ein großes Handtuch nehmen, zusammenrollen. Dient einfach nur der Erhöhung, damit ihr hoch tippen könnt oder eben später auch als unebene Unterfläche. Sehr gut, ihr könnt die Arme schön dynamisch mitschwingen. Sehr gut. Okay. Kleines Work, kleines Warm-up. Und nun können wir auch schon beginnen mit der Sprunggelenk-Mobilisation. Okay, das heißt, Thomas stellt auf und dreht erstmal im Uhrzeigersinn. Oder auch gerne jetzt mal gegen den Uhrzeigersinn. Einfach die Gelenke mobilisiert werden, warm werden, dass wir dann später starten können. Dienen jetzt einfach nur zur Verletzungsprophylaxe. Sehr gut. Macht ruhig. Sowohl gegen als auch im Uhrzeigersinn. Ein paar Wiederholungen. Es ist einfach merkt, okay, Sprunggelenk ist warm, mir kann jetzt nichts Großartiges passieren. Sehr schön. So, nun gehen wir auf die Matte. Erstmal stellen wir uns auf die Matte, kurz drauf, schauen, wie fühlt es sich an, wie gut kommen wir da jetzt zurecht. Wir können mit beiden Füßen langsam aufstehen. Und stehen und wieder runter von der Matte oder eben auch vom Handtuch. Sehr gut. Okay. Noch einmal. Jetzt beginnen wir mit dem linken Bein. Thomas stellt sich einmal drauf. Stehen auf einem Bein, halten kurz die Spannung und dann wieder runter. Anderen Seite aufstehen, kurz halten. Sehr schön. Das wiederholen wir jetzt noch so zwei, drei Mal. Sehr schön. Ja, noch einmal jede Seite. Sehr gut. Okay. Jetzt gehen wir mit beiden Füßen einmal auf die Matte drauf, positionieren uns, versuchen jetzt, dass die Ferse hinten in der freien Luft ist und wir heben langsam die Ferse an, die Fersen heben, wie man es kennt, genau, zeige es gerade mal von der Seite, hoch und wieder hoch, hoch und wieder hoch. Hoch. Und wieder. Sehr schön. Wenn es schon ganz gut klappt, gerne auch ein bisschen länger. Thomas macht es gerade nochmal vor. Umhalten. Wieder runter. Wieder hochdrücken. Sehr schön. Ja. Sehr gut aus, noch zweimal das Ganze. Einmal halten und wieder runter. Die Haltephase 3 bis 5 Sekunden. Wenn es länger schafft, umso besser. Okay. So, Thomas, jetzt stelle ich einmal mit einem Fuß auf die Matte drauf, habe einen festen Stand. Und das linke Bein geht langsam nach hinten,
kurze Standwagenposition halten und wieder hoch, lass wieder von der Matte wieder runter, wir wechseln wieder das Bein, erst den sicheren Stand finden, Oberkörper neigt sich nach vorne, das freie Bein wird mit dieser Standwaage nach hinten geführt, so gut es geht gestreckt. Thomas macht es schon perfekt vor. Ihr dürft gerne die Arme zur Hilfe nehmen, damit ihr das Gleichgewicht besser halten könnt. Sehr schön. Und jetzt noch zweimal auf jeder Seite. Achtet bitte darauf, dass ihr auch schön eine Bauchspannung habt. Der Rücken weiterhin gerade bleibt. Im Kopf. Eine Verlängerung der Wirbelsäule, Halswirbelsäule soll entlastet werden, nicht abgeknickt. Wunderbar. Noch einmal jede Seite, Thomas. Sehr, sehr gut. Einmal, rechten Bein. Wunderbar. Okay. Thomas, geh bitte mit beiden Füßen auf die Matte. Fang erstmal normal an. Führe deine Arme bitte nach vorne. Oberkörper schön gerade. Jetzt paddelst du mit den Armen vom Oberkörper. So, alles machbar? Super. Genau. Ihr seht schon, Thomas will es gerne ein bisschen schwieriger haben. Das heißt, öffnet die Arme zur Seite. Wunderbar. Also Variation. Falls auch euch das zu langweilig ist oder auch zu einfach, wir gehen jetzt mehr in die Knie gehen. Thomas, mach es mal bitte vor. Sehr schön. Ihr seht schon, es ist anstrengender. Man muss sich viel mehr konzentrieren, das Gleichgewicht zu halten. Sehr schön. Immer schön den geraden Blick beibehalten. Oberkörper ist gerade. Leicht nach vorne geneigt, ist überhaupt kein Problem. Sehr, sehr gut. Sehr schön. Und wir gehen noch ein bisschen tiefer. Sehr schön. Und bitte, Thomas. Aber. Sieht gut aus. Jawohl. Zweimal öffnen und schließen. Sehr schön. Okay, wir gehen mal kurz von der Matte runter, schütteln mal die Beine aus, die Arme aus. Machen uns dann gleich bereit für den mehr oder weniger für den zweiten Block. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte schon geschafft. Oder vielmehr, ihr habt auch schon die Hälfte geschafft. Auch der Thomas. Und jetzt geht es weiter. Und zwar mit einem tiefen Stand auf der zusammengerollten Matte oder eben dem zusammengerollten Handtuch. Genau, sehr schön. Halten kurz die Spannung. Finden eine gerade stabile Position. Und heben jetzt langsam, erstmal kurzzeitig mal ein Bein an und wieder ein. Kurz anheben, wieder absetzen. Sehr gut. Jawohl. Erstmal kurz anheben, wieder absetzen. Später machen wir jetzt alles nochmal ein bisschen länger. Jawohl, sehr schön, Thomas. Noch ein bisschen kürzer, nur ein Gefühl dafür bekommen, dass man sicher auf der Matte steht, auf einem Bein. Sehr schön. Jetzt mal, komm mal kurz runter, Thomas. Wie ihr seht, ist die Matte schon ein bisschen platt geworden. Ist überhaupt kein Problem. Nutzen wir gerade die Zeit. Ihr könnt was trinken. Und wir rollen gerade die Matte nochmal neu mit Thomas fest zusammen.
Rechenübung nochmal. Sehr schön. Und jetzt halten wir noch ein bisschen länger. Sehr, sehr gut. Genau. Wir machen das jetzt gerade noch dreimal auf jeder Seite. Sehr schön, Thomas, noch zweimal jede Seite. Schafft, darfst du auch jetzt nur mal kurz von der Matte runter, die Beine noch mal kurz ausschütteln. In der nächsten Übung, wir stehen wieder einbeinig auf der Matte oder eben auf dem zusammengerollten Handtuch drauf. Wir beginnen nun langsam mit dem freien Bein zu kreisen. Vorne nach hinten und von hinten vorne. Der Variante machen und auch gerne in der entgegengesetzten Variante. Thomas zeigt es euch gleich einmal vor, dass wir hinten starten, vorne kreisen. Genau. Jawohl. Super. Okay. Wir kreisen sowohl vorwärts als auch rückwärts. Dreimal und danach wechseln wir das Bein. Okay. Seite bitte, Thomas. Genau. Gut. Jawohl. Und entgegengesetzt. Genau. Wir haben die Standlage nach vorne gemacht, jetzt machen wir sie seitlich. Das heißt, wir stehen wieder auf einem Bein, suchen uns einen Fixpunkt auf dem Boden und neigen uns zur Seite, halten das Ganze, kurz halten und wieder in die Mitte kommen, zurück, Seite wieder wechseln, jetzt halten und wieder zurück. Peter dann gerne noch ein bisschen länger halten, dann von Anfang erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wie sicher steht man. Ja, und wieder zurück, Thomas. Genau. Hier gerne die Arme mit dazu nehmen, austarieren, Gleichgewicht finden. Genau. Sehr gut. Und wieder zurück. Ihr werdet auch merken, von Mal zu Mal fühlt man sich ein bisschen sicherer. Das heißt, man kann auch ein bisschen länger halten und auch ein bisschen sich weiter zur Seite neigen. Jawohl, du. Sehr schön. Und wieder zurück. So machen, dass man erst sich weiter zur Seite neigt, aber kürzer und dann die Intervalle einfach verlängert. Kurz halten, weiter zur Seite neigen und wieder in die Mitte kommen. Und beide Seiten.
Sehr schön. Noch einmal jede Seite, Thomas. Jetzt ein bisschen länger halten, ein bisschen weiter zur Seite neigen. Das machst du gut. 3, 2, 1. Sehr schön. Noch einmal das Ganze. Lösen. Sehr schön. Lass einmal von der Matte runter. Kurz durchatmen. Sehr schön. Super. Jetzt könnt ihr noch mal was trinken. Danach gehen wir auf die Matte. Eine Übung, die jeder von euch bestimmt kennt oder schon mal gemacht hat bei uns. Geht in den Vierfüßlerstand. Und auch hier gehen wir erstmal diagonal, strecken und halten wir, sowohl Bein als auch Arm. Genau. Lösen das Ganze wieder und strecken. Mit der anderen Seite hier auf versuchen wir zu achten, dass die Hüfte immer schön gerade bleibt. Das ist beim Thomas natürlich auch der Fall. Strecken und halten. Sehr gut. Das macht ihr so 10 Mal auf jeder Seite. Sehr gut. Sehr schön. Schon geschafft. Sehr, sehr gut, Thomas. Wow. Sehr schön. Strecken, halten. Genau. Gleichgewicht finden, weiterhin immer darauf achten, dass die Hüfte schön stabil bleibt, schön gerade bleibt. Genau. Okay. Super. Jetzt wirst du dich einmal auf den Bauch legen. Ihr hebt sowohl Arme als auch die Beine an, haltet diese ganze Spannung für 5 Sekunden. 3, 2, 1. Löst das Ganze wieder. Kurze Pause. Und wieder hoch. Und wieder 5 Sekunden halten. Und wieder absetzen. Sehr schön. 2 Mal. Hoch, halten das Ganze und setzen wieder ab. 3 Mal. Auch hier mal schön darauf achten, die Schulterblätter schon zusammennehmen. Auch wieder lösen. Sehr schön. Auch hier war gerade schön zu sehen, Thomas hat auch die Oberschenkel leicht angehoben. Perfekt, so soll es sein. So, Thomas, letzte Übung für dich. Du musst jetzt einmal auf den Rücken drehen. Du streckst ein Bein nach vorne, Hüfte hoch, Fußspitzen leicht rangezogen und ihr seht hier ganz gut auf den Fersen, stützt er sich nach oben, hält auch hier kurz die Spannung, 5 Sekunden circa und löst wieder und wechselt das Bein. Schön ruhig weiteratmen. Oberkörper ist oben. Ihr seid nur auf den Schulterblättern. Auf dem Boden aufliegend.
Ja. Noch einmal jede Seite. Absetzen noch einmal, Thomas. Hoch. Spitze wird angezogen. Hüfte bleibt stabil. Absetzen. Langsam runterkommen. Tief durchatmen. Und ihr habt es geschafft. Sehr schön. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Nachtrainieren. Ciao.